Herzlich willkommen zum diesjährigen Banking Check Award. Bereits zum zweiten Mal wird der Banking Check Award für die besten Finanzprodukte sowie Banken und Anbieter des Jahres vergeben. Seit Ende Juni 2013 hatten mehr als 20 Banken und Finanzdienstleister aktiv an der Aktion teilgenommen und ihre Kunden zur Bewertung eingeladen. Bis zum Aktionsende am 30.09.2013 haben Kunden mehr als 4.000 Bewertungen abgegeben. Viele Finanzdienstleister wurden geehrt und das mit Recht, denn hier geht es um den Kunden und die Kunden haben abgestimmt. Ich denke, das ist eine ganz wunderbare Sache, die auch öfter passieren darf als nur einmal im Jahr. Gerade die PNM-Lounge hier mit der Einrichtung aus den 60er Jahren ist so belassen worden. Das hat mich so sehr beeindruckt und sehr schönes Ambiente hier. Das liegt natürlich einmal an der Location und vor allen Dingen liegt es aber auch an den Menschen, die ich heute Abend hier kennenlernen durfte und habe viele sehr, sehr interessante Gespräche geführt. Was sind die großen Innovationen? Ich glaube, eine große Innovation ist sicherlich, über alle Kanäle erreichbar zu sein. Wenn man vor Jahren mal zurückgedacht hat, ist der Kunde in die Filiale gekommen oder ins Internet gegangen und hat als erstes gefragt, was kriege ich für mein Geld? Heute ist eigentlich die führende Frage, kriege ich es auch zurück? Ja? Also wie sicher ist mein Geld? Ein klein wenig Aufklärungsarbeit können auch die Vergleichsportale an der Stelle noch leisten und da bestehen, glaube ich, noch ganz spannende Themen. Die Rückmeldung vom Markt ist für uns mit das Wichtigste und Stillstand ist der Tod. Von daher sind wir immer bemüht, die Kundenmeinungen sowohl einzuholen, zu reflektieren und da, wo auch Anpassungsbedarf besteht, das auch umzusetzen. Das Feedback unserer Kunden hat wirklich dazu geführt, dass einige Prozesse verbessert wurden, so zum Beispiel eine 1:1-Betreuung über eine Fernwartungssoftware. Es gibt aber auch viele, viele Stimmen von Kunden, die uns Verbesserungsvorschläge konkret zu Produkten oder Prozessen unterbreiten und auch so etwas schauen wir uns sehr genau an. Wir Banken müssen, und da bin ich völlig bei Herrn Hauser, Vergleichsportale ist eine Sache, die wir unheimlich ernst nehmen müssen, wo man sich austauscht, Blogs, die Blogosphäre zu beobachten. Das macht, glaube ich, mittlerweile jedes unserer Institute, wo haben wir vor 3-4 Jahren noch gesagt, wir müssen das mal beobachten. Dass die Kunden aktiv eingebunden, einbezogen und ernst genommen werden und dass eigentlich das gesamte Konzept, das Servicekonzept da drumherum aufgebaut werden kann, das wird von den Kunden so extrem positiv angenommen und bietet eigentlich auch für uns zumindest die eigentliche Chance, den Kunden so richtig wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Ihr müsst vielleicht eure Kunden anders klassifizieren. Nicht nur an wie viel Geld schuldet er mir oder wie viel Geld hat man mir liegen, sondern welche Öffentlichkeitswirksamkeit kann er für mein Institut verursachen. Kann er auch im positiven Sinne sein. Muss ja nicht immer negativ sein. Uns hat das Ganze sehr gefreut. Und diese Online-Umfrage, dieses Banking-Check wächst und wächst, die Nachfrage steigt und wir werden definitiv dabei bleiben, auch im nächsten Jahr. Wir bedanken uns bei allen Kunden für ihre Meinungen und Erfahrungen, sowie Banken, Anbietern und Finanzdienstleistern für ihre Teilnahme beim Banking-Check Award 2013. Wir freuen uns auf den nächsten Banking-Check Award in 2014.